So Leute, willkommen zurück zu Super Mario World 2. Yoshi's Island. Jo. Bedauerliche Nachrichten zum letzten Part. Wir hätten den Boss gar nicht uns so abmühen müssen. Man hätte den von unten einfach tot werfen können. Dann wäre Kamek mit den Worten, oh nein, reingekommen und wäre wieder abgehauen. Tja. Aber leider haben wir das zu spät gemerkt und deswegen, ja. Das habe ich erstaunlicherweise auch erst gemerkt, als ich ein Bild für den Boss fürs Thumbnail gesucht habe. Hey, sind ja Goombas, die haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, das stimmt. Die sind neu. Geh doch weg, du dummes Viech. Da ist doch bestimmt irgendwas in der mittleren Pipe. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht sogar in der Pipe, wo es sonst stand. Nee. Mist. Dann will ich jetzt hier. Hör, war hier Schaden Cooper? Na egal. Ich glaube, der ist aus dem Bild gelaufen. Nein, horizontal aus der Fresse, Yoshi, nicht vertikal. Oh, Junge, Junge. Meine Lieblingsgegner. Ja, Paragon. Oh. Aber du hast den du kannst die auch fressen, ne? Du kannst die als Wurfgeschoss nehmen. Ich kann die fressen, aber ich kann sie nicht schlucken. Ja, dann musst du sie halt wieder in irgendeine Richtung ausspucken. Aber du kannst sie als Geschoss nehmen. Zumindest das. Ja, immerhin. Und ich meine hier, Goombas essen so lecker, lecker Pilzsuppe. Ist so. Ist so eigentlich ganz gut. Ja, die linke Münze war noch eine rote. Willst du dir die nicht holen? Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Oh, Schreck. Verstehe ich. Ja. Wo ist jetzt der Nackt-Cooper? Ich glaube, der ist schon weg. Despawned. Die sind alle despawned, ja. Ich glaube, Nackt-Coopers kann ich essen. Ja, ich glaube auch. Ja. So. Interessant, wenn er zwei trifft, dann löst er sich auf. Finde ich auch interessant, ja. Ich dachte, das ist wie halt in allen anderen Mario-Teilen und der hüpft einfach so lange, rutscht einfach so lange weiter, bis, ja, bis der Bildschirm weg ist. Offenbar nicht. So. Und weg mit dir. Kommt er zurück? Nee, wusste ich doch. Ja, okay, aber sein Blitzer kommt zurück. War eine coole Aktion, das muss ich zugeben. Sag mich nicht wie. Ach, Dreck. Geh einfach an dem vorbei, gar nicht drum kümmern. Ja, ja, so sieht's nämlich aus. So. So. Oh. Du kannst auch einfach eine Shell reinspucken, ne? Das geht auch. An Cooper Jumps werde ich noch eingehen. Toll, das frisst den, das nimmt den hier nur die Flügel weg. Oh, was ist das denn für Viecher? Ein Disco-Shy-Guy. Ja, aber irgendwie macht er nichts Besonderes. Oh, Bullet Bill. Oh, warte. Oh Gott, ich hatte jetzt gerade Angst, dass das gar kein Boden ist, da wo ich gerade drauf laufe. Nein, alles gut. Na, alles gut. Im grünen Bereich, selbst die Bullet Bills. Das war eine sehr interessante Hitbox. Ich wollte gerade sagen, der ist so ein bisschen durch mich durch. Aber manchmal ist das halt so. Manchmal braucht man halt ein bisschen Glück, ne? Ja. Der fliegt einfach durch die Kanone. Ich hatte auch noch genug. Ich hatte ja auch schon genug Pech im Spiel. Ja. Oh. Aber. Es geht da hoch, Yoshi. Danke. In welchem Mario nicht? Hey, Midway Point. Das ist ja schön. Diese Level sind eindeutig zu lang in diesem Spiel. Das, Vorsicht, das hat dir gerade das Leben gerettet, dass du da unten gegen das Ding geknallt bist. Ich weiß. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ich finde es übrigens eine Frechheit, jemand hat geschrieben, er mag Twitch nicht und kam deswegen nicht zum Stream. Wie kann man denn Twitch, oh Gott, hier gibt es wieder einen Drogentrip, ne? Ja. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wie man Twitch nicht mögen kann. Ist mir deutlich lieber, als auf YouTube zu streamen. Ich meine, vielleicht hat man ja was gegen Amazon oder so. Ja. Denkt dran, Kinder, Drogen sind gut für euch. Erzähl den Kindern sowas nicht. Oh mein Gott.
Das Problem ist, diesmal kann man nicht einfach geradeaus weiterlaufen, während man hier auf dem Trip seines Lebens ist. Ja, aber du hast dich gut geschlagen. Irgendwie hab ich's geschafft, ja. Also die Steuerung, wenn man auf Drogen ist, ist halt schon so... So ein bisschen, oh Gott, das sieht nach... Aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch... Ja, unten sehe ich doch schon den Mini-Mario-Stern. So, hier steht drin, na, Mini-Mario, bla bla bla. Ja, super Stern oben, Baby-Mario. Ja, Ruhe. Kannst du den da rausfressen einfach? Nee, okay, dann musst du das Ding kaputt machen. Ja. Dang. Boah, das ist ja so, also wirklich jetzt. So, zeig uns den Superhelden. So, tu mal was für dein Geld, Baby Mario. Ah, warum? Sammel den Stern ein. Nein. So viel dazu. Dann halt nochmal. Ja. Kannst du ruhig ein bisschen beeilen. Nicht wegspringen. Ja, das ist verwirrend, weil wenn man über Kopf läuft... Guck mal, ich halte gerade links gedrückt. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich nur auf rechts wechseln. Weil das war halt arg komisch. Ja, ich kenne die Steuerung. Die ist lang? Super merkwürdig. Egal. Ab hier brauchst du, glaube ich, nicht mehr, oder? Oh, Dreck. So. Nee, ich glaube, hier brauche ich ihn schon noch. Verdammt. Leider, ich kann hier irgendwie. Vielleicht mit den Cooper Jumps. Nee, das wird nix. Kannst du vergessen. So geht das. Oh mein Gott. Und hier wollen sie von. Och, das sind ja keine Cooper Jumps. Ja, Raupen Jumps. Ja. Siehst du da oben irgendwelche roten Münzen? Ja. Ach ja. Die letzte einzelne ist auch noch rot. Warte, au! Gott! Was, wenn du stehst, machen die dir Schaden, aber nicht, wenn du springst? Etwas seltsam, ja. Boah, jetzt hast du einen wütend gemacht. Oh Gott. Och Mann, lasst mich doch einfach auf diese dumme rote Münze schießen, Mann! Ich will euch doch gar nichts antun! Lasst mich doch in Frieden! Oh. Weißt du was? Diese Münzen sind jetzt sowas von völlig Wumpe. Hast eh was vergessen, also 100% sind's eh. Ja. So, das ging doch. Also das war mal eine Abwechslung von dem ganzen Rotz, den wir durchspielen mussten in der letzten Welt. Und da bin ich auch hart. Ich sag, das war Rotz, weil ich finde, das war Rotz. Ja, also der Bosskampf, er ist recht, der war kacke. Ja, nicht nur das, auch dieser eine Level da, wo ganz am Anfang der Schlüssel platziert wurde und ganz am Ende findet man raus, dass man einen Schlüssel braucht. Das war ja, auch Rotz. Ja. Der ganze Level, diese Level mit den Igeln und dann dieser eine ellenlange, das erste ellenlange Schloss, wo man auch durch 50 Milliarden verschiedene Räume, das war einfach Rotz alles. Aber das ist doch schon mal besser hier. Ja, da hast du bloß ein bisschen Drogentrip. Niagara-Höhle. Da weißt du wenigstens direkt, wo du bist. Ja, hier, Warum ist der hier links? Ist die ungeschönte Realität? Oh. Ich wusste, dass der da links ist, das sah mir zu verdächtig aus. Warum sollte man da einen platzieren? Ja, dann baller mal. Ich glaube, du musst da so schießen, dass der oben... Oder auch nicht, dann rechts. Ja, jetzt ist weg. Toll. Achso, ja, das wäre eh nur für ein Leben gewesen. Ja, das wäre dir ein Leben, ja. So. Die Frage ist, wo bist du hier? Ist das jetzt wirklich wieder der Weg, den man gehen muss? Ich glaube, das ist eine alternative Route oder so. Oder ich hätte rechts noch was finden sollen. Oh, das ist aber ein mega Powerblock da. Boah, der verwandelt alles in Sternchen. Außer den einen. Der war offscreen genug, dass ihm das nicht passiert ist. Ich will da gern noch an den einen Block ran. Häng. Noch mehr Sterne.
Gut, also der eine hier, ne? So richtig gebracht hat das ja, hat es das jetzt nicht, aber ja. Ist hier links noch irgendwas, was mir was bringt? Aha, eine Kiste. Ah, Yoshi! Streng die Muskeln an! Vereinung! So. Peng. Sterne. Also davon auch. Ja, aber. Also du hast jetzt genug Sternchips, um in Pegasus Schloss reinzugehen. Ja, ich glaube auch. Das sah ja sogar fast professionell aus. Ja. Leider nur fast. Komm. Komm. Lecker. Lecker. So. Genau, ich wollte die eine rote Münze da oben gerne haben. Wieder. Geht hier vielleicht wieder ein Weg rein? Nee. Hier kann ich bloß Scheigeist nachladen. Jam. Hast du die gesehen? Ja. Okay, dann lag's an mir. Oh Gott. Uff. Wo sind meine ganzen Eier hin? Das frage ich mich. Ach, der hat die, glaube ich, gegessen. Kann das sein? Das ist durchaus möglich. Deswegen darf man hier auch nachladen. Du kriegst doch, ja, ich wollte gerade sagen, du kriegst doch hier eh unendlich Eier. So, das reicht mir. Okay, ja, man sieht sie. Bloß ich habe sie mal wieder nicht gesehen. Augen auf. Augen auf im Straßenverkehr. Ja, auch auf Yoshi's Island gilt das. Ja. Besonders auf Yoshi's Island gilt das. Ah, nein! Ich will doch bloß an den Powerblock. Also an den Priester. Aha. So, Bonus-Level. Ist der Flatterflug zu Ende, kannst du B drücken, um noch mal zu flattern. Dadurch kannst du dich mit Yoshi länger in der Luft halten. Ja, ja. Oh, oh! Jetzt hast du sie alle verpasst. Ja, jetzt kann ich es vergessen. Hättest du den einen mal den einen sein lassen? Ja, hätte ich machen sollen. Aber egal. So, da gibt's noch ein Blümchen. Wieso? Oh Gott, ich verstehe, wie das funktionieren soll. Dafür bräuchte ich aber noch ein Ei. Ich schalte einfach nochmal drücken. Ja. Tschüss. Ich mach das jetzt einfach noch ein paar Mal. Alles auf der Suche nach München, wo wir eh gemeint haben, ist uns doch eigentlich egal. Ja, mit dem Zaster. Ja, ganz links. Wunderbar. Wie viele waren das jetzt? Keine Ahnung. Waren es jetzt alle? Ja. Fünf Stück? Okay. Zumindest alle da drin. Ja, da stand ja was von fünf Stück in dieser einen Dingen. Kirchenstar-Ankündigung. Ja, oder auch nicht. Da musst du halt besser zielen, Mensch. Ja, was war's? Lass halt liegen. Die Blume kam immer. Lass halt liegen. Ach, es gibt nichts Schöneres dabei zuzuschauen, wie die Amis im Bowling von Europäern dann platt gemacht werden. Das ist sehr schön. Auch eine Tätigkeit, der wir irgendwann mal wieder frönen müssen. Oh, finde ich auch. Ich hätte eigentlich jetzt heute Abend Lust gehabt, aber jetzt ist ja was dazwischen gekommen. Wäre ja sogar möglich, ich bin ja sogar mobil zurzeit. Ja. Obwohl, jetzt habe ich gerade so schön einen Parkplatz gefunden. Ach komm, stellst du einfach dein Fahrrad drauf. Da fährst du raus, stellst dich irgendwo auf die Straße rechts ran und machst einen Warnblinker an, holst dein Fahrrad raus, stellst es da hin, wo dein Auto stand und dann kann sich da keiner hinstellen. Das ist eine sehr gute Idee.
Ja. Schick. Da freuen sich bestimmt auch die Anwohner hier. Ey, ich meine, für sie macht es doch keinen Unterschied. Sie können jetzt da nicht parken und dann können sie auch da nicht parken. Das stimmt. Also sollen die sich doch nicht beschweren. Okay, was Blumen angeht, war ich in diesem Level wirklich das Grauen. Ja, da, oh, ich dachte, du kriegst trotzdem noch ein Bonusspiel. Ich habe auch keins verdient. So ist das also. 62 Punkte. Jo. Aber, ja, ist nicht das Schlechteste bei weitem. Und wir haben sogar noch Zeit für ein Level. Echt? Wie lange sind wir jetzt schon da? 15 Minuten. 15 Minuten, okay. Ja, dann gib mal her den Controller. Da wir müssen uns ja heute leider an die Partbegrenzungen halten, also müssen wir notfalls auch mitten im Level aufhören. Weil ich habe 20 Minuten pro Part am ehesten. Okay. Dann können wir ja, drei Parts aufnehmen, ungefähr. So, was haben wir hier? Oh, okay. Die Dinger. Ballons? Oh, auf den kann ich laufen. Aber dann hören sie auf zu schweben. Ich möchte aber trotzdem gerne so einen Ballon bis ganz nach oben reiten. Und dann schauen, was es hier links gibt. Links nicht so viel, aber... Naja, ein Shy Guy mit einer roten Münze gab's. Ja, da sind nochmal zwei rote Münzen, da sind nochmal zwei rote Münzen. Also ich sehe, worauf dieses Level hinaus will. Siehst du das? Ja. Ach so, ja, okay. Man darf einfach nicht runterfallen von da oben. Richtig. Man hat nur ein paar Chancen, um es nicht zu tun. So ungefähr eine pro Stelle. Ja. Hochgerechnet, summa summarum, im Durchschnitt. Es sei denn, man flieht sich halt immer wieder schön zurück nach ganz am Anfang. Oder man fällt einfach runter. Oder man fällt in die eine Lücke, die von Anfang an da ist. Das geht auch. Oder wie ist der Spruch, den... Ja, oder man schmeißt sich einfach in den Abgrund. So, das geht auch. Ich kriege nicht mal das eine Ei. Ich bin aber auch gerade richtig am versacken. Das wird wieder für den Jahresrückblick super. So. Oh, ich glaube, da haben wir einige Stellen, die super werden für diesen Jahresrückblick. Ich glaube auch. Die Mario-Sachen machen ja auch immer Spaß zu schneiden. Oh ja. Ach, warte. Wenn ich jetzt schon nach... Jetzt ist er abgehauen. So. Nein! Nein! Immer diese Stelle! Immerhin haben wir einen kleinen Vorrat an Leben. Man kann ein drittes Mal nicht in den reingelaufen, oder? Ah doch, beim ersten Mal habe ich ihn jetzt erstampft. Ja, das stimmt. Ich wollte ihn zum Platzen bringen, ne? Okay, das wollte ich jetzt nicht zum Platzen bringen. So, einfach mal versuchsweise. Was passiert, wenn du einfach nach rechts rennst? Tja. Das passiert, wenn ich einfach nach rechts renne. Gut, dann damit hast du dir jetzt... Hä? Oh mein Gott, der Luftballon! Oh mein Gott, das gibt's doch nicht! Oh, das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Das ist nicht gerade wirklich passiert. Der Luftballon hat mich gerettet. Ah, wie gut. Wo ist denn der nächste Luftballon? Oh, schön. Ich glaube, das reicht aber mal für diesen Part, weil wir uns ja ein bisschen an die Partlänge halten müssen. Oh mein Gott, ja, wunderbar. Ja, Leute, ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, mit Super Ballonretter 2. Yoshi's Island. Bis dann. Tschüss.